Hallo, mein Name ist Dr. Achim Bretzinger. Ich bin Fachtierarzt für Fische und Koi-Doc. Heute möchte ich euch einmal ein paar Bilder zeigen und berichten, was bei der Teichhygiene im Koi-Teich ganz besonders zu beachten ist. Ja. Zur Hygiene im Koi-Teich möchte ich euch ein paar Bilder zur Demonstration zeigen. Bilder von Teichen, die ich genau so erlebt und besucht habe. Da ist also nichts gestellt dran oder irgendwas Erfundenes, sondern ganz einfach im Normalbetrieb des Koi-Teiches meinen Hausbesuch gemacht und bei der Untersuchung der Fische das eine oder andere festgestellt. Fangen wir an zum ersten Praxisbeispiel. Es handelt sich um einen Teich, der eher flach ist. Das war mein Erstbesuch. Ich bin an den Teich gekommen und es war Hochsommer, wie man hier leicht erkennen kann anhand der Vegetation. Die Schwertlilie blüht, man sieht ziemliche Algenbestände und hier war es tatsächlich so gewesen. Man sieht auch die Filtertonnen, Eigenbau, gebastelter Filter, kann ja funktionieren im Hintergrund. Aber ihr seht gleich hier am Rücklauf aus dem Filter, dass da nicht allzu viel Wasser durchgehen kann. Und tatsächlich, ich wollte einen Fisch für die Untersuchung fangen und bin mit dem Kescher im Laub und Schlick und Schlamm am Teichboden stecken geblieben. Hier sieht man also den Fangkescher, der komplett voll ist mit Schlick und altem Laub. Und zwar Laub aus dem Herbst des Vorjahres. Das darf natürlich nicht sein. Deswegen im Herbst bitte, wenn größere Bäume in der Nähe stehen, unbedingt ein Laubschutznetz, und zwar ein relativ feines Laubschutznetz, über den Teich aufbringen und natürlich im Herbst die Teichreinigung und im Frühjahr entsprechend auch nachgucken, dass mit Teilwasserwechsel der Teich möglichst gut gereinigt wird, sodass diese Hygienekatastrophe, wie hier zu sehen, nicht entstehen kann. Hier habe ich ein weiteres Beispiel. Das ist ein sogenannter Spaltsiebfilter oder Bogensiebfilter. Das ist ein gebogenes Metallsieb, was sich hier unter dem Schlick befindet, den ihr hier erkennen könnt. Hier ist eine Kammer, wo die Rohre von Bodenablauf und Skimmer entsprechend reingeleitet werden. Über eine Kante fließt das Wasser hier runter über das Bogensieb. Das sind so ganz feine, vielleicht 250 Mikrometer messende Schlitze drin, wo das Wasser durchfällt und der Schmutz zurückgehalten wird und nach unten abrutscht. Dieses Sieb muss gelegentlich gereinigt werden und die Schmutzrinne unten kann von Hand auch gespült werden. In dem Falle war es so, dass der Teich 2 Jahre lang relativ gut lief und im dritten Jahr die Fische krank wurden. Mit Bakterienproblemen, mit kleinen Wunden, mit Löchern, mit Verletzungen an der Nase, in den Flossen und so weiter. Und dann sucht man natürlich nach dem Hygieneproblem und es war im ersten Moment kein Hygieneproblem zu erkennen. Der nach diesem Bogensiebfilter geschaltete Beadfilter wurde regelmäßig gespült, der Teich selber wies keine Schmutzecken auf und dann habe ich halt gefragt, ob denn der Bodenablauf auch regelmäßig gespült wird. Da ist das Problem, dass in diesem Filtersystem keine Spülvorrichtung eigentlich vorgesehen ist. Wir haben also Bodenablauf und Skimmer zugeschiebert, also abgestellt, haben dann die Pumpe abstellen müssen, weil die gleich Luft zog und haben dann diese erste Kammer hier zunächst mit einem Schlauch leer gesaugt. Und dann haben wir den Bodenablauf auf einen Schlag geöffnet. Das heißt, durch diesen Ruck hat sich der ganze Dreck, der jetzt hier im Filter zu sehen ist, innerhalb von wenigen Sekunden im Rohr gelöst. Wir sehen also, dass da wirklich nennenswerte Schmutzablagerungen in der Bodenablauf bzw. dann der Skimmerrohrleitung vorhanden waren.
Also, allein schon beim Teichbau bitte darauf achten, dass Sie auch nach Jahren ohne Probleme mal entweder mit einer Art Spirale durchfahren könnt oder mit einem Hochdruckschlauch oder mit einem für den Hochdruckreiniger, mit einer sogenannten Kanalhexe oder wie die Dinger heißen, dass man da einmal diese Rohrleitung durchpusten kann, um auch dort etwas für Sauberkeit zu sorgen. Tja, das nächste Praxisbeispiel ist ein Teichfilter, der einfach zu gut gepflegt war. Hier seht ihr wunderbar, wie es nicht sein soll. Wenn die Japanmatten quasi in einem Zustand sich befinden, wie wenn sie nagelneu wären und in dem Fall einfach der Hausmeister des Teichbesitzers den Auftrag bekommen hat, den Filter zu reinigen, dann hat der den halt auch gereinigt. Aber er hat ihn natürlich viel zu gründlich gereinigt, weil kein Biofilm auf diesen Japanmatten zu erkennen ist, keine Filterbiologie sich etablieren kann. Ihr seht hier aus der Praxis dann das gerade Gegenteil, und zwar Japanmatten, die gerade eben noch zu erkennen sind. Wenn ich mir das jetzt im Detail anschaue, dann seht ihr links, dass zwischen den Matten auch Kanäle freigehalten werden, wo das Wasser durchströmt. Das Wasser sucht sich immer den leichtesten Weg, aber es sind andere Stellen, wo der Schlick und der Mulm dermaßen dicht ist, dass die Japanmatten gerade eben noch die Oberfläche durchstoßen und noch zu erkennen sind. So darf es natürlich überhaupt nicht sein. Das heißt, diese Matten müssen gelegentlich nach Bedarf gereinigt werden, indem die Pumpen abgestellt werden, indem unten in dieser Kammer ein Ablass geöffnet wird. In der Regel ist es entweder ein Kugelhahn oder ein Zugschieber, und indem man mit kräftigem Wasserstrahl, idealerweise mit einer Pumpe, die Teichwasser über diese Japanmatten pumpt, dass die Filterbakterien geschont werden, zur Not natürlich Wasserleitung oder auch ein leicht eingestellter Hochdruckreiniger, sodass dieser mechanisch entfernbare Schmutz entfernt werden kann. Aber bitte eben nur in Maßen. Eine gewisse Patina ist gewünscht und soll natürlich auf diesen Filtermatten vorhanden sein und auch verbleiben. So. Wenn ich mir Teichhygiene anschaue, da gehört natürlich das Thema Besatzdichte mit dazu. Gar keine Frage. Es gibt Teiche, da schaut man rein, und wenn die Fische denken, es gibt Futter, dann ist kein Wasser mehr zu erkennen oder fast nicht. Dann ist natürlich das Problem Hygiene und Überbesatz so, dass es auf der Hand liegt. In dem Fall natürlich, das war jetzt ein Händlerbecken, klar, die sind höher und viel stärker besetzt, als ihr das zu Hause in eurem Teich habt. Aber man muss einfach realisieren, viele Fische haben viel Hunger, fressen viel Futter, produzieren viel Fischkot, und insofern wird natürlich der Grad der erfolgreichen Keuhaltung immer enger, je höher die Besatzdichte ist. Wenn ich mir dann einfach mal nur als Beispiel eine Filterkonstruktion anschaue mit einem Beadfilter, mit Sauerstoffaggregaten, mit einem Einmischsystem hier, mit verschiedenen Krümmern, Bögen, Ecken und Winkeln, möchte ich doch einfach mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, solche Systeme möglichst einfach zu gestalten. Es kann ja auch sein, dass der eigentliche Teichbesitzer mal krankheits- oder urlaubsbedingt nicht da ist und sich kümmern kann. Und wenn es einen technischen Defekt geben sollte, ist es immer wichtig, dass auch die Vertretung der Vertretung noch einigermaßen das System durchschauen kann, sodass man erfolgreich das System aufrechterhalten kann. Also, immer übersichtlich und immer möglichst straight und geradeaus die Geschichte handhaben, sodass man möglichst wenig Stellen hat, wo es auch Schmutzablagerungen geben kann überhaupt und so weiter, sodass das System gut sauber gehalten werden kann. Ja, wenn ich weiterschaue, hier mal ein Beispiel von einer getauchten Pumpe aus einem Fischteich. Die Frage ist natürlich, warum wird hier und da mal weniger Wasser gefördert, als man das eigentlich gewohnt ist? Oft ist es ja so, dass die Läuche im getauchten System
die Pumpe zwar reinigen, beziehungsweise besser gesprochen, den Korb um die Pumpe rum reinigen von Laub, von Schmutz, von Algen, aber nicht daran denken, dass die Pumpe selber natürlich innerlich auch verschmutzen kann. Und in dem Fall war es tatsächlich so, da waren alle möglichen Bestandteile von Pflanzen und so weiter hier drin. Ich glaube, hier ist sogar ein Keuzahn und das sind es zwei, die hier drin gesteckt sind. Ihr wisst ja, die Schlundzähne bei den Koi, die befinden sich auf dem hintersten, dem fünften Kiemenbogen. Und da ist kein Kiemenmaterial vorhanden, sondern es sind die Schlundzähne, die ähnlich wie die Milchzähne von einem Kind aussehen, so ganz grob, und tatsächlich gelegentlich gewechselt werden. Und hier steckten auch welche tatsächlich drin. Zusammen mit verschiedenen Pflanzenbestandteilen führt es dazu, dass die Pumpenleistung nach und nach ganz schleichend, aber immer weniger wird. Und man braucht sich dann nicht wundern, wenn schlussendlich der Teich nach und nach immer mehr verschmutzt und deswegen das Wasser die Klarheit, wie man es mal kannte, einfach nicht mehr aufweist. Und wenn man dies dann, hier auch ein Praxisbild, wenn man dies dann sich mal anschaut, in dem Fall war es ein ganz toller Teich, der eine sehr gute Filteranlage hat, aber wo die Fische abgeleicht haben und die kleinen Babykoi wurden gepäppelt, mehrere hundert, sodass dann insgesamt irgendwann eine so große Biomasse zusammenkam, dass der Teich nicht mehr klar zu halten war. Und dies ist der Blick durch eine Glasscheibe in den Teich, wo man von der Filterkammer aus reingucken kann. Und hier war es so, dass es dermaßen trübe war. Der Besitzer wollte das erst nicht wirklich wahrhaben. Aber hier hat man also tatsächlich die Kotflocken vorbeischwimmen sehen. Da ist dann dringend Verbesserungsbedarf. Ja, jetzt fasse ich einfach nochmal zusammen. Um eine erfolgreiche und für die Fische gut verträgliche Teichhygiene hinzubekommen, ist es wichtig, dass die Teichgröße, die Filterleistung, die also Filtergröße und das, was der Filter überhaupt leisten kann, die Pumpenleistung, also der sogenannte Flow, die Netto-Pumpenleistung, nicht das, was auf der Pumpe steht, sondern das, was die Pumpe wirklich umwälzt, das Ganze dem Fischbesatz angepasst wird. Und wenn dann noch die Futtermenge adäquat ist, das heißt, man vernünftig füttert und es nicht übertreibt von der Menge her und Reinigung und Wartung von Teich- und Filteranlage konsequent durchgeführt werden, dann sollte das Thema Teichhygiene passen und ihr solltet eure Fische gut und gesund halten können. Wenn allerdings beim Thema Teichhygiene etwas im Argen liegt, dann wird Parasitenbefall, ihr seht jetzt hier ein paar Beispielsbilder, natürlich begünstigt, weil dann einerseits der Druck durch Bakterien und eventuell vorhandene Parasiten auf den Fischbestand besonders hoch wird und gleichzeitig die Fische geschwächt sind durch die mangelnde Teichhygiene. Wir sehen hier links oben einen Fisch, der sich über einen Bodenablauf scheuert, rechts daneben ein Exemplar des Fischegels Piscicula geometra, rechts dann zweimal den Einzeller Trichodina, unten in der Mitte ein makroskopisches Bild von Kiemenwürmern auf der Kieme und links davon ein rasterelektronenmikroskopisches Bild von dem Hautsaugwurm Gyrodactylus. Und schlussendlich, wenn die Teichhygiene nicht ausreichend gewährleistet ist, dann können natürlich Bakterienprobleme kommen mit Hautreizungen, mit verstärkter Gefäßinjektion, diesen Rötungen mit Einblutungen unter die Schuppentaschen, so wie hier zu sehen. Da ist ganz dringend Handlungsbedarf. Und hier rechts im Bild sieht man Flexibacter columnaris, sogenannte Flavobakterien, die hier nativ mikroskopisch von mir auf dem Ende einer entzündeten Schuppe zu finden waren. Wenn ihr also die gerade gezeigten Tipps beherzigt, dann sollte die Koi-Haltung für euch und die hygienische Koi-Haltung und gesunde Haltung eurer Fische kein Problem sein. Ich wünsche euch einen erfolgreichen und guten Koi-Winter. Bringt eure Fische gut ins nächste Frühjahr und schaut gerne mal wieder bei mir auf dem YouTube-Kanal oder meiner Homepage vorbei. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Also ich habe noch etwas auf dem Herzen.
Und zwar schaut euch doch die Videos von den Kois da an. Hochinteressante Aufnahmen. Ihr verpasst was, wenn ihr das gehen lasst.